alle Gamer ist Marvel, wir kommen Spider-Man, weiß für alles weiter. Sogar zum zwanzigsten Kampf, los geht's. Spider-Man 1, Räuber 0. Überfall verrätelt, hey. Danke vielmals. Ich wusste nicht, was ich tun soll. Ich helfe gern. Oder andere Mission, die wir hier angefangen haben, wo vom Hinten das Auto ist geklaut worden. Mal sehen, ho, ho, ho. Ich hier helfen Unsere erste Anruferin kommt im Kamin runter. Sie sind live in Just the Facts mit J. Jonah Jameson. Hallo, Ihr Auto ist weg? Ich komme gerade von einer Doppelschicht. Wollte in mein Auto, aber das ist weg. In 12 Stunden muss ich wieder arbeiten. Ich will nur heim und schlafen. Das bekomme ich hin. Haben Sie den Schlüssel bei sich? Diese Piep-Piep-Fernbedienung? Ja, die habe ich hier. Klasse. Dann finde ich mal Ihr Auto. Okay. Ich kann das Auto über das Signal des Schlüssels ordnen. Einem Sunny mitten im Winter das Auto klauen? Das ist schon eiskalt. Buchstäblich und metaphorisch. Schlachter aus. Das Auto ist jedenfalls hier. Leute, ihr habt einem Sunny nach einer Doppelschicht das Auto geklaut. Das ist echt uncool. Komm schon, wir sind nur hart arbeitende Amerikaner, die Geld verdienen wollen. Verschon uns bitte. Wollt ihr mir ein schlechtes Gewissen machen, damit ich euch laufen lasse? Hey, Glückskar. Einer muss es ja tun. Nein, so funktioniert das nicht. Sorry, aber netter Versuch. Hab ihn im Visier. Hey, wie? Wow. Hey, ich hätte schon so viel Power verloren. Wow, lock weg! Jetzt bin ich wieder gegangen. Schnell. Nach Ausschlachter aus. Das Auto ist jedenfalls hier. Super. Das war schon geil. Da Take kann ich nicht machen, die Dose. Auch wieder rufen. Schön gut los.
keine. Solange man das bringt, dann ja auch wie. Dann ist ja auch noch. Das ist ja auch locker. Leute, ihr habt einem Sunny nach einer Doppelschicht das Auto geklaut. Schön gemacht, Dieb, das ist echt uncool. Okay, der hat mich gesehen, die Boss in der Leute los Take-Town. Power einfach so. Wo ist ich noch? Zeig mir, was du kannst! Das wirst du bitter bereuen. Du bist tot, Spinne! Natürlich, genau, der größte. Ich hätte fast. Oh. Hast du nichts Wichtigeres zu tun? Er gehört mir! Hey, wie gut! Hallo! Oh, Glück! Diebe erledigt. Jetzt kann ich das Auto mit dem Schlüssel finden. Das hört ja. Folge dem Hupen, finde das Auto. Aufpassen! Weihnachten ist herrlich. Bis wir zur Mom gehen. Wo wird es lauter? Ich muss hinhören und dem Hupen folgen.
dem Hub nach. Oh, hey. Danke, Analyse. Wahnsinn. Unmöglich. Das hat sein Vater. Je nerviger das Hupen wird, desto näher komme ich. Einfach dem Geräusch nach. Hört ihr ihn irgendwie? Beine haben wir nicht. Nicht weit sein. Hallöchen, ich hab Ihr Auto. Ich schicke den Standort. Unglaublich! Hey, die Cops sind endlich hier. Vielleicht fahren sie mich ja zu dir. Danke nochmal, Spider-Man. Ich sag allen, wie toll deine App ist. Aber erstmal gehe ich schlafen. Keine Ursache. Okay. Mein Werk hier ist getan. Super. Hey, Danny Casters. Viele von euch haben Fragen zu Roxxon. Zum Beispiel, wer sind die? Und warum sind die so ätzend? Ich fasse es kurz für euch zusammen. Simon Krieger übernahm Roxxon nach der Erfindung von Nuform, einem supergeheimen Brennstoff. Er legte den Fokus auf die Stromversorgung und will nun überall in der Stadt Nuform-Reaktoren bauen. Angefangen mit Harlem. Klar soweit? Cool. Hier ist das Problem. Nuform wurde von niemandem überprüft. Weder vom Stadtrat noch von Regierungsbehörden, Mediziner. Nada. 0,0. Roxxon sagt, Nuform ist ein Betriebsgeheimnis und will es daher nicht untersuchen lassen. Tja, wirklich schade, Kumpel. Man muss wissen, dass es sicher ist, bevor man es sich in seine Glühbirne holt. Weitere Fragen? Dann schreibt mir. Bis nächstes Mal. Denkt dran, mindestens 10 0,2 Liter Gläser Wasser pro Tag. Trinken ist gesund. Okay, bye. Pause. Ich muss aufpassen. Alle haben es auf uns abgesehen. Dann schlaf mal gut. Ständig bloß killt und er killt mir aber gefesselt. Ich geb's zu. Ich liebe es, Geschenke auszupacken. Und wie tauscht. Könnte man da noch etwas heiz machen? Der Kran darf auf keinen Fall auf die Straße stürzen. Dann haben wir die kleine Kranmission gemacht. Braucht er mir nicht Katzen. Fest habe. Ja. Ganz krank mit der Brücke.
ganz coole Moves da hier. Das ist echt viel Eis. Mal sehen, was der Bauarbeiter zu sagen hat. Spider-Man, du bist hier. Eurem Kran ist wohl ein bisschen schwindelig. Wie kann ich helfen? Ja, schwindelig. Der Motor ist hin. Und durch das ganze Eis ist das Gleichgewicht gestört. Ja, das sieht echt böse aus. Ich habe den Bereich unterm Kran geräumt, aber er könnte auf die Straße fallen. Du musst das Eis entfernen, bevor das passiert. Bin dran. Eise rieselt der Schnee. Pete hat recht, an den Sprüchen muss ich noch arbeiten. Hey, Spider-Man, du siehst doch, wie stark der Kran schwankt, oder? Ist irgendwie befriedigend. Hey, hab die Ursache. Gleich ist alles enteist. Normalerweise breche ich das Eis nie so leicht. Oh, der war schlecht. Nein, ich glaube, hoch. Nein, hier war. Stellt. Bricht dir jemand ein Eis? Okay. Von wo aus kann ich den Kran stabilisieren? Was? In der Schabe geht. Kran durch. Wenn der. Der Moves nicht immer. Gut, ich muss ihn einfach nur von der Straße wegziehen. Oh nein, 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 nein! Okay, niemand ist verletzt. Aber wenn ich den Fahrplan richtig im Kopf habe, ich muss sofort die Gleise freiräumen. Ich muss es schnell zerstören. Jetzt hält dich da. Weg hier! Du, Quang, ich habe ganz knapp. Tja, noch cool gemacht. Den Kran stabilisieren war nur die Spitze des Eisbergs, aber. Okay, genug Eiswortspiele für heute. Hey Mann, schön, dass du die App benutzt. Die Leute scheinen mittlerweile drauf anzuspringen. Überrascht mich kein bisschen! Du hast das eben einfach drauf! Was brechen? Alter, das tut! Ich weiß ja, dass viele von euch Bürstenköpfen diese Show. Die Augen auf! Ich bin eine Krabbeltierung!
recht starke Waffe. Ich geh nicht wieder ins Trap! Ich hab keine Angst vor dir! Bis jetzt tun, Spider-Punk! Anhalten! Das war's! Nein! Ah, so knapp! Komm, kann ich auch wieder, als ich dir einen Wumpf gebe, dann kann ich wieder aufstehen. Ah, schade. Ah, geht nicht. Schade. Jetzt bin ich schnell gedrückt. Pech. Wirklich ganz knapp. Mit dem Fan. Ui, halt! Alles klar, wir sehen uns. Ein langer Tag. Ein besorgter Bürger meldet eine Verfolgungsjagd. Hab's dir markiert. Mal du inneres Päckli. Dann machen wir Nerven von uns noch. Das braucht der Underground nicht. So, dann ein bisschen ändern. Anzug. Dann etwas modifizieren. Nein, genau. Wir müssen ein Zeitfenster für perfekte Ausweichmanöver. Ja, schwierig. Die Droprate für Gerätemunition. Ja, muss ich. Auch das. Oder hier. Das ist sicher, aber nicht. Hände weg von den Sachen, Spider-Man! Hey! Warum hängt ihr denn alle am Fest-Tower rum? Spider-Man, mit Visier! Mach dich fertig, Spider-Man! Ja, das ist der Betroffene. Alles klar. Das muss der letzte sein. Was ist so? Hallo Leute, Dudes, Mädels, Besties. Als wäre New York während der Feiertage nicht schon aufregend genug, bedroht jetzt ein Tropensturm, / Hurricane und... Ich hab was zum... Ich ziele auf Spider-Man! Peace, ready mix, was denn? Das ist ein Ende, Spider-Man! Bitte, so viel Power, ich hab heute eben so viel Power. Ich hab die Mach weniger!
so verhindert. Hab ich gut gemacht. Spider-Man. Wird mich wieder die Story-Mission. Ich habe gescheit, dass ich komme. Keinem voran, Story. Guck mal, bitte einen Move, was ich würde sagen. Hey, eine App-Meldung. Ein Zivilist wird Hey Mann, das ist nicht okay. Hier geht dich nichts an, Spider-Man. Er ist verletzt. Ich mach dir Galle. Ich mach dich platt. How is it fruit? Oh, da lebt man wieder. Aber ich mach fit zum Kampf. Das kommt davon, wenn man Leute belästigt. Spider-Man! Danke! Hey. Kommt ja, bitte schön. Der ist mit einem Pack verdostig. Hallo Freunde, willkommen beim Dennycast. Vielleicht habt ihr gehört, dass ich Kandidatin Rio Morales als Stadträtin unterstützt habe. Heute werde ich sie interviewen. Nein, echt? Danke, dass Sie hier sind, Miss Morales. Vielen Dank für die Einladung. Ich mag Ihre Show wirklich sehr. Oh, danke. Sie treten gegen den Amtsinhaber in Ihrem Bezirk an. Also hier. Wollen Sie seine Arbeit verbessern? Im Gegensatz zu meinem Gegenkandidaten lebe ich selbst im Viertel und höre den Leuten zu, die dort leben. Ich will, dass Harlem wieder so sicher und lebendig wird wie in meiner Kindheit. Die Roxxon Plaza wurde unter seiner Führung errichtet. Allein deshalb sollte man zweimal nachdenken, bevor man ihn wählt. Da sind wir uns einig. Kleiner Themenwechsel. Sie sind Lehrerin für Naturwissenschaften. Warum wollten Sie in die Politik einsteigen? Für mich geht es darum, dass ich mein Zuhause liebe und für es kämpfen will. Als Martin Lee das Rathaus angriff, gab mein Mann sein Leben, um andere zu schützen. Ich will sein Andenken ehren, indem ich mich für meine Nachbarn und Freunde einsetze. Das ist nett, aber... Wenn ich kann drücken oder immer drücken kann, hat sich gedreht. Hey, lahme Ente! Hier oben! Die Feuerleiter ist wackeliger als früher. Sei bloß vorsichtig! Verstehe. Deshalb wolltest du dich also hier treffen. Du bist spät dran. Ich wollte schon los. Hilf mir mal, das sitzt fest. Das ist auch eine gute Idee, das ist eine gute, weiß ich nicht. Die Kapsel ist ziemlich hinüber. Weißt du noch die Kombination? Ja, die ist,
Okay, die ist... Soll das ein Witz sein? Ihr müsst diesen Code auswendig wissen. Ich bin nicht immer da, um ihn euch zu sagen. Wir merken ihn uns, bestimmt. Wir merken ihn uns. Ja, ja, gut. Also, was möchtet ihr in das Ding reintun? Geheime Zeitkapsel. Nur für Miles und mich. Bam, ganz genau. Was geheim ist, ist geheim. Hey, Rick. Machst du jetzt diesen Job bei Roxxon oder nicht? Wieso? Würdest du ihn haben wollen? Vielleicht. Zeig doch mal das Angebot. Okay, ich hab Konkurrenz, hm? Tja, es hört sich ziemlich gut an. Ich soll das saubere Energie-Team leiten. Und du kennst mich. Saubere Energie rettet die Welt. Ich liebe meinen Nerd-Fanclub. Oh, wenn man vom Teufel spricht. Roxxon, bin gleich zurück. Du weißt doch den Code noch, oder? Die Fibonacci-Folge. Cool. Unser Preis. Ich meine, unser Energiekonverter war ziemlich heiß. Stimmt. Ob er wohl noch im Science Center ausgestellt wird? Hoffentlich. Wow. Sieh uns an. Wie zwei Trottel. Rick sieht so charmant aus wie immer. Ja. Ist da irgendwas mit ihm? Habt ihr gestritten oder so? Nein, kein Streit. Finn. Alles gut. Warum haben wir keinen Kontakt mehr? Mist, schon so spät. Ich muss los. Hey, ich glaube, wir erzählen beide nicht alles. Nächstes Mal keine Geheimnisse. Okay? Ja. Vielleicht. Wenn du pünktlich bist. Bis bald dann, Kurzer. Du siehst, dass ich jetzt größer bin als du. Nicht hier drin. Amüsant. Der Abschluss der Mittelstufe war bittersüß. Es war echt schön, Finn wiederzusehen. Ich sollte die anderen Zeitkapseln suchen. Aber etwas später. Ich muss nach Hause zu Mams Kundgebung. Zeit für meine Jahreskarte für die U-Bahn. Jetzt kann man Zeit schnell reisen machen, das ist aber noch cool. Ah, dann habe ich gesagt, nicht im Zug. Langsam, ich habe noch im Zug gehockt. Oder gestanden, bis man sich abgehockt oder gegangen ist, die Frage. Hast du den Schlüssel? Ja, Frage Spider-Man für PlayStation 4. Na los, wir kommen zu spät. Oh, hey, oh Mann, ich werde dir Schnee in den Anzug stopfen. Hast du den Anzug noch an? Ja, klar, für den Fall. Es wird schon gut gehen. Siehst du, das gefällt mir auch besser. Mach weg mit dem Video, das nicht so lang wird. Das beste Essen der Stadt. Tolle Musik. Ja, das ist ziemlich cool. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Gebt mir doch ein Like, wenn es gefallen hat. Tschüss zusammen.